gegen eingerichtete Fassaden. Die Ascots haben es geschafft. Sie sind heute in Liverpool beliebter als die Beatles. Dieser Keller wurde einmal von Sklavenhändlern gebaut. Die massiven Gewölbe, damit das Geschrei der Eingeschlossenen nicht auf die Straße dringen konnte, dienen auch heute noch dem beabsichtigten Zweck. Hier können sich die Beat Boys austoben. Was treibt die jungen Leute in die Keller? Colin Fletcher, früher selbst Beat Boy, heute Soziologiestudent, hat folgende Erklärung. Sie brauchen eine Höhle unter dem Erdboden. Das ist ein Platz, zu dem man gehen und sich verstecken kann, sich zurückziehen und trotzdem gesehen werden. Man kann sich im Schatten entspannen und beobachten. Dazu kommt diese aufregende Kelleratmosphäre und dann der große Lärm. Das gibt einem das Gefühl, komplett zu sein unter den anderen. Man geht da hinunter und vergisst vollständig, dass es eine Straße gibt. Es ist so, als ob man hinweggehoben und in diese Höhle abgesetzt wird. Man vergisst die Stufen. Dieser Big Noise, der große Lärm, macht erst die Beatmusik. Je lauter, desto besser. Mit auf. Der Trend gegen das Fortgehen, gegen